In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach der Telekom Media Receiver 200 eingerichtet wird. So, ich möchte diesen Monitor jetzt hier als meinen als zweiten Fernseher einrichten in meinem Interim-Haushalt. Ich habe hier den Zusatzreceiver MR200, den nehme ich jetzt in Betrieb und möchte Ihnen zeigen, wie schnell das funktioniert. Ich habe hier einmal ein Netzwerkkabel, was zu meinem Telekom-Router geht. Ich habe hier das HDMI-Kabel, was zum Monitor geht. Ich verbinde das Gerät dann hier mit dem Strom und dann ist hier der Einschalter. Ich starte das Gerät einmal. So, im Hintergrund sieht man jetzt hier, wie die Software des Media Receiver 200 aktualisiert wird, nachdem ich ihn jetzt gestartet habe. Das dauert ein paar Minuten, läuft aber vollkommen automatisiert. Also können wir jetzt halt einen Kaffee trinken, das läuft automatisch und nur beim ersten Neustart dauert das auch so lange, einfach weil er die Software auf den aktuellen Stand bringt. Von diesem Zusatzreceiver MR200 können bis zu 4 im Haushalt betrieben werden. Das heißt also, neben dem Hauptreceiver, den Sie hier auf der anderen Seite sehen, am Hauptfernseher, können Sie 4 dieser Zusatzboxen betreiben und damit in Summe bis zu 5 Fernseher in Ihrem Haushalt, sodass auch Sie da für die Zukunft gerüstet sind, fürs Kinderzimmer, für die Küche oder wo auch immer Sie noch Fernseher haben. Alle diese können Sie dann halt mit Entertain nutzen. Viel Spaß mit Entertain TV. Das Gerät ist jetzt fertig eingerichtet, startet sich jetzt noch einmal neu und danach kann ich Fernsehen über den Telekom DSL oder VDSL Anschluss oder wie in unserem Fall sogar über den Hybrid-Tarif, wobei die TV-Signale nur über das Festnetz laufen. So, der Media Receiver 200 ist jetzt gestartet. Ich habe jetzt hier das TV-Bild. Ich kann hier mit der Fernbedienung ganz einfach die Sender durchschalten. Bei Entertain TV gibt es auch neue Funktionen, wie man hier sieht. Ich habe hier den Plus-Tarif, da war eben so ein kleines Symbol, Restart. Hier auch nochmal zu sehen mit Neustarten. Das ist eine tolle Funktion des Plus-Tarifes. Das heißt, für ausgewählte Fernsehsender und Sendungen kann ich, ohne dass ich diese aufgenommen und programmiert habe, wenn ich da später reinseppe und sehe, das interessiert mich, sagen Neustarten. Dann springt er an den Anfang der Sendung, in dem Fall jetzt 21.45 Uhr. Und ich kann das Ganze jetzt zeitversetzt nochmal schauen, obwohl ich keine Aufnahme gestartet habe. Ansonsten gibt es natürlich viele andere Funktionen wie den vernetzten Videorekorder. Das ist ja wie gesagt der Zusatzreceiver, der keine eigene Festplatte hat. Bei meiner Inhalte gibt es aber trotzdem die Aufnahmen des Hauptreceivers. Das heißt, ich habe hier heute was aufgenommen, das ist auf dem Hauptgerät auf der anderen Seite gespeichert und ich könnte das über diesen vernetzten Videorekorder dann einfach jetzt aufrufen und abspielen. Also auch das ganz praktisch. Im Umkehrschluss kann ich auch auf dem Zusatzreceiver Sendungen aufnehmen, die werden aber auf der Festplatte des Hauptreceivers mitgespeichert und kann sie dann in jedem beliebigen Raum im Haus dann weiterschauen. Also das ist der Vorteil dieses vernetzten Videorekorders, dass das einfach zentral an einer Stelle alles gespeichert wird. Ich kann einfach die Sachen an den Stellen schauen, wo ich gerade bin. Video on Demand funktioniert natürlich auch mit dem Zusatzreceiver MR200. Das heißt, ich habe jetzt hier auch wieder die Möglichkeit, mir Filme auszusuchen. Und diese dann kostenpflichtig oder zum Beispiel auch, wenn ich ein Maxdome-Abo habe, im Paket dann aufzurufen. Also im Prinzip die ganzen Funktionen, die das Hauptgerät hat, funktionieren auch mit dem Zweitgerät. Und wie Sie auch sehen, das Ganze ist relativ flüssig alles. Also wenn ich hier Sender schalte, das geht alles relativ schnell. Dafür, dass es auch in HD-Qualität ist, ZDF HD, sehr schnelle Reaktionszeiten und damit ein lohnenswertes Produkt. Sowohl für Bestandskunden, die einen alten Entertain-Tarif nutzen, da einen Tarifwechsel zu machen, oder auch für Neukunden, die noch keinen Entertain nutzen, eine tolle Alternative zum Kabelanschluss oder auch zum Satellitenfernsehen, einfach das Fernsehen über den Telekom DSL oder VDSL-Anschluss.